Wie funktioniert der soziale Aufstieg? Früher dachte ich, ich muss gut in der Schule sein, studieren, um einen guten Job zu haben. Ich hatte nicht immer dieselben Möglichkeiten oder auch nicht immer die Hilfe. Das Elternhaus hat immer noch einen enormen Einfluss, wie weit man kommt. Ich treffe Jugendliche, die einen ähnlichen Start hatten wie ich damals. Mir wurde nämlich gesagt, dass ich rein statistisch mit meinen Voraussetzungen das Abitur nicht schaffe. Als ich in der Schule von meinen Mitschülern sehr oft belacht wurde, du hast doch gar nicht das Potenzial dazu. Wie klappt der Bildungsaufstieg am Ende doch noch? Ich bin hier in Gelsenkirchen aufgewachsen, hier zur Schule gegangen und habe auch hier mein Abitur gemacht. Und das, obwohl meine Eltern nicht studiert haben und ich Migrationshintergrund habe. Über 10 Jahre später möchte ich wissen, ist das heute immer noch eine Hürde? Wir besuchen jetzt meine Freundin Nadine, das ist eine alte Schulfreundin von mir. Und ja, wir waren wirklich seit der ersten Klasse zusammen in der Schule und haben auch Abitur gemeinsam gemacht. Und jetzt ist sie Grundschullehrerin. Hi Nadine, ich bin's. Hi. Kinder. Melchal. Kommt mal rein. Hallo. Nadine ist heute Lehrerin einer 4. Klasse hier in Gelsenkirchen. Aber ich kann mich noch dran erinnern, wie es aussieht. Ich habe noch ein paar andere Bilder gesehen. Hier sind wir auch gemeinsam zur Grundschule gegangen. Sie selbst ist Halbtürkin und unterrichtet viele Kinder mit Migrationshintergrund. Heute entscheidet sie über deren Zukunft. Ja, ich habe dir was mitgebracht. Also, das ist mein Zeugnis von der 4. Klasse. Das möchte ich jetzt bewerten. Ja, auf welche Schule genau würde ich dich jetzt schicken? Genau. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Kind, was ich jetzt alleine von den Noten her fürs Gymnasium empfehlen würde. Das ist meine Empfehlung. Mhm. Ja, da wird nämlich begründet, warum die Schulform Realschule für dich am besten ist. Überrascht es steht ja nichts das? Schlechtes hier drin. Ja, ja, also mich überrascht das tatsächlich, weil ich kenne dich ja auch und ich weiß ja, dass du immer fleißig warst. Du hast schon immer versucht, dein Bestes zu geben. Ich meine, das haben wir alle gemacht. Ja. Wusstest du, dass mich das total geprägt hat? Nein. Das hat mich so geprägt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug und ich habe mich dann extrem angestrengt, weil ich dachte, okay, ich muss es jetzt allen beweisen. Und dieser Gedanke, der prägt mich bis heute noch. Hast du da manchmal Angst, dass du Schüler falsch einschätzt oder... Die Kinder wissen ja auch, es geht jetzt um die Versetzung zur weiterführenden Schule, es geht um die Empfehlung zur weiterführenden Schule. Die spüren diesen Druck. Wir unterhalten uns noch lange. Nadine weiß, für den sozialen Aufstieg braucht es individuelle Unterstützung. Ich bin jetzt hier bei Joansin. Er wohnt direkt in meiner Straße und er geht in die 9. Klasse. Ich bin total gespannt, was er sagen wird, was er zum Thema Bildungsaufstieg zu sagen hat, wie er das empfindet. Und ja, gehen wir mal rein. Das Wetter ist nicht gerade sehr einladend. Willkommen! Hallo zusammen. Joans Mutter Semian ist Putzkraft und heute früher von der Arbeit gekommen. Joan ist 14 und der älteste von 3 Söhnen. Um seine Brüder kümmert er sich sonst, wenn die Eltern arbeiten. Ja, super. Aus welchem Teil kommt deine Familie? Wir kommen aus Nordirak. Hier? Genau. Genau. Ja. Also vom Irak nach Deutschland. Ja. Und bald geht's ja nach Amerika. Ja. Weißt du schon genau, wohin? Nee, noch nicht. Wir werden wahrscheinlich irgendwo hingeworfen, einfach so, um einfach auch nicht irgendwie so einen Ort zu haben, wo wir wissen, was es dort gibt, sondern einfach um auch einen Ort zu haben, wo wir im Dunkeln rumtappen, sag ich mal jetzt. Ich hab gesagt, nein, geht nicht.
sag, Mama, ich sag, nein. Ja. Nein, geht gar nichts. 9 Monate behalten und jetzt 14 Jahre und auf einmal tschüss. Ja, aber wie lange gehst du? Ein Jahr. Ein Jahr. Wo würdest du denn gerne hin? Wahrscheinlich nach New York, weil da ist es halt so die Stadt der Mode. Ja. Und ich finde es auch allgemein sehr schön. Es ist eine sehr große Stadt und hat sehr viele moderne, sage ich jetzt mal, Sachen, die so Mode oder Bildschirm oder Schule auch. Interessierst du dich für Mode? Bist du so ein Styler? Ein bisschen? Ja. Ihr auch? Ja. Und wann geht's los? Es geht im August, September so los. Ist ja nicht mehr lang, ja. Man kann eigentlich alles erreichen, wenn man es sich auch wirklich vor Augen nimmt. Du scheinst ja auch sehr kreativ zu sein. Malst du gerne? Ja, ich liebe malen. Also ich mal schon gefühlt seit meiner Kindheit oder seit ich schon denken kann. Ja. Ja, ich glaube, das habe ich auch irgendwie meiner Tante geerbt, von meiner mutterlichen Seite, weil meine Tante in Irak malt auch sehr schön. Und ich inspiriere mich immer ein bisschen bei ihr. Ich verbringe den ganzen Nachmittag mit Juan und seiner Familie, um sie besser kennenzulernen. Juan geht auf eine Gesamtschule in Essen. Sie sind erst vor kurzem nach Gelsenkirchen umgezogen und sind noch nicht komplett eingerichtet. Aber Mama, kommt teure Sache für Juan. Ich und du war zum Herne gegangen, ne? Ja. 700 Euro circa bezahlt für null. So wenige Sachen. Ich habe gesagt, ey Juan, mehr als einen Monat arbeiten. Dann sagt ja, Mama, sagt okay, Hauptsache, was du lernst. Ich bin stolz auf deine Kunst. Die Schule ist stolz. Wie fühlt sich das an für dich, wenn du weißt, deine Mutter gibt so ein Monatsgehalt nur aus, damit du Stifte hast zu malen? Da sind mehrere Gefühle. Also einerseits finde ich tatsächlich... Der küsst mich, der sagt, kein Problem, lernt was. Dieses eine Gefühl, dass meine Mutter mich halt so unterstützt, trotz so... finanzielle Probleme, sag ich mal, aber auch genau deswegen bin ich dann auch manchmal sehr traurig, dass, es war nicht meine Schuld, aber dass die Kunstsachen einfach so teuer sind. Sein Johann in zweiter Klasse bis jetzt keine Probleme in der Schule, überhaupt nicht. Mhm. Nicht die schlechten Noten, nicht die, was nicht zur Schule gegangen, immer gerne zur Schule. Die alle Lehrer stolz von Johann so sehr. Mhm. Und ich bin auch stolz. Ja. So viele lange Jahre ohne Probleme. Ich sage, das ist für mich ein Wunsch. Ja. Und ich sage den beiden Brüdern so, Gesamtschule gegangen, ihr seid beide nachgegangen. Ihr sollt genau wie Juan machen. Aber bis jetzt noch nicht geklappt. Aber ich hoffe, kommt noch. Ist Juan ein Vorbild für dich? Ja, richtig. Ja? Für uns alle. Für euch alle? Uns auch alle helfen. Ja. Egal was wir brauchen, Juan, unsere rechte Hand. Ja. Unsere Rechte, ohne Juan geht gar nichts. Ich merke, wie Juan hier unterstützt wird. Damit verbunden sind aber auch große Erwartungen. Meine Mutter sagt immer, seid wie Juan und so. Aber ich sag meinen Brüdern immer, seid bloß nicht wie ich, sondern seid so, wie ihr in euren Inneren seid. So. Die sollen sich nicht verstellen für irgendjemanden, sondern so handeln und leben, wie die wollen. Heute gibt's ein gemeinsames Abendessen. Das kommt eher selten vor, weil die Eltern viel arbeiten. Oft kümmert sich Juan um das Essen für sich und seine Brüder. Ja. Muss man nicht sich festhalten mit dem... Wie geht das? Du bist weich. Halle, tanzen wir? Dass bei Juan nicht alles so unbekümmert läuft, erfahren wir gleich noch im Film. Jetzt geht's zu Elena. Wir strengen uns halt an, um eventuelle Unterschiede auszugleichen. Elena ist 18 und geht in die 12. Klasse eines Gymnasiums in Gelsenkirchen. Bald macht sie ihren Abschluss, wahrscheinlich mit einem Einserschnitt. Sie hat die gleichen Abiturfächer wie ich damals. Heute begleite ich sie in ihren Englisch-LK. Hallo. Hi, ich bin Nadia Abu-Rafi. Hi, ich bin Lisa Brunei. Schön, dass du da bist. Elena, darf ich mich heute neben dich setzen?
Heute steht eine Gruppenarbeit an. Das Thema der Klimawandel. Eine Diskussionsrunde auf Englisch. Elena und ihre Gruppe sind gut vorbereitet. Wisst ihr schon, was ihr danach machen wollt? Ich bin relativ fixiert auf das, was ich machen will. Also ich wollte ja International Management studieren. Und der Studiengang, den ich mir jetzt rausgeschaut habe, war Management and Economics komplett auf Englisch. Das wäre so das, was ich schon immer mal machen wollte, auf Englisch studieren. Und ich hoffe auch, dass es klappt, weil ich auch gerne im Ausland vielleicht mal arbeiten würde oder ein Auslandsjahr. Also das wäre schon mehr, ja. Glaubt ihr, dass es auch durch Gelsenkirchen, dass man vielleicht ein bisschen was anderes sehen will und weg will? Ich habe immer das Gefühl, in Gelsenkirchen passiert nie wirklich was. Also ich liebe die Stadt, ich bin hier groß geworden und das wird auch immer meine Heimat bleiben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben hier zu verbringen. Aber mich hat das auf jeden Fall geprägt und die Zeit, die ich hier erlebt habe, werde ich auch nie vergessen. Aber ich glaube, da, ob es jetzt innerhalb Deutschland ist oder auch im Ausland, dass ich da mehr lernen kann, als mir hier vielleicht auch angeboten wird. Also ich komme selber ja aus einer Nicht-Akademiker-Familie und ich glaube, da ist es halt generell schon ein bisschen schwieriger, Fuß zu fassen und den Bildungsweg allein zu durchlaufen. Es kann natürlich sein, dass man von Lehrern oder Lehrerinnen nicht immer gleich behandelt wird. Also wir strengen uns halt an, um eventuelle Unterschiede auszugleichen. So, we need an inner circle. And we need an outer circle. Elena und ihre MitschülerInnen stellen heute einen TED-Talk nach. Jede Gruppe hat sich einen Vortrag von Klimaaktivisten oder Wissenschaftlern auf YouTube angeschaut. Gemeinsam diskutieren sie über die verschiedenen Positionen. Elena schaut sich gerne solche Präsentationen online an. Sie inspiriert das. Ich weiß nicht, ob das jetzt weit geträumt ist, aber ich sehe mich da vielleicht auch so ein bisschen selber. Okay. Inwiefern? Solchen Menschen zuzuhören, bringt mich auch dazu, so sein zu wollen. Ich möchte auch andere inspirieren und dann merkt man mal, wie gut das andere können. Und ich hoffe, dass es für meine Zukunft dann auch so sein wird, dass ich vielleicht auch genauso Reden halten kann, um dann meine Perspektive den anderen beizubringen oder darzustellen. Was wären denn so Themen, die für dich wichtig wären? Viel zum Bildungssystem. Also ich habe das ja auch in meinem Leben gemerkt. Ich hatte nicht immer dieselben Möglichkeiten oder auch nicht immer die Hilfe und dass man da vielleicht auch mehr dran arbeiten kann. Was wäre denn eine Sache, die du gerne umsetzen würdest im Bildungssystem, die du gerne ändern möchtest? Also zum Großteil, dass alle gleichberechtigt sind. Und dann eben, wenn das nicht der Fall ist, dass man denjenigen, die eben nicht die gleichen Möglichkeiten haben, etwas anbietet. Ich bin ja auch bei den Rohtalenten und das ist so etwas, was mich eben auf den gleichen Stand gebracht hat, beziehungsweise was mir dann diese nötige Hilfe gegeben hat. Und ich glaube, dass jedem im gleichen Maß eben die Unterstützung gegeben werden sollte, um Ziele zu erreichen. Die gleichen Chancen für alle. Elena hat diese Unterstützung bekommen von den Rohtalenten. Ein Stipendium, das ihr und auch Juan viele Chancen ermöglicht. Ich begleite Juan heute zu seinem Betreuer dorthin. Hallo. Hi. Geht's dir gut? Ja, sehr gut. Rohtalente ist ein Stipendium extra nur für SchülerInnen im Ruhrgebiet. Unterstützt werden Kinder ab der 8. Klasse. Die Schulform und die Herkunft spielen keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die Eltern nicht studiert haben, dadurch die Unterstützung vielleicht manchmal fehlt und dass die Kinder sich ehrenamtlich engagieren. Und, wie macht er sich? Jansin macht sich sehr gut, ist super leistungsstarkes Talent, absolut begeistert, offen, kommunikativ, sehr zuverlässig. Das verstehen vielleicht einfach auch viele nicht. Ne? Also wir betrachten halt Leistung nicht irgendwie nur einfach an schulischen Noten, sondern in einem ganzen Lebenskontext. Mhm. Und der Lebenskontext bei Juan ist so spannend, ne? Dieser Background. Und dabei setzt er sich dann so toll ein. Mhm. War früher Klassensprecher, warst du, glaube ich. Ne? Du bist ehrenamtlich aktiv, warst in verschiedenen Vereinen und hast Hausaufgabenhilfe gegeben oder machst du, glaube ich, aktuell
immer noch, ne, und setzt sich wirklich für seine Mitmenschen ein und zeigt gleichzeitig noch so tolle Leistungen in der Schule. Berührt dich das? Ja. Hast du das nicht so oft? Also von meinen Eltern schon, aber ist es sonst eigentlich sehr selten, ja. Hat er sich sehr verändert, seitdem er das Rotalente-Stipendium hat? Ich glaube auf jeden Fall. Ja, also ich habe eine Veränderung gemerkt. Ich glaube, Jansin ist selbstbewusster geworden. Und ja, seine guten Leistungen und Erfolge haben ihm, glaube ich, gezeigt, dass er seine Ziele und Träume auch verfolgen kann. Und das, da ist, glaube ich, so langsam der Groschen gefallen. Würde ich auch so sagen. Also ich stimme dazu. Wie hast du das denn persönlich festgestellt? Also mit dem persönlicher stärker werden oder sag ich jetzt mal mental stärker werden, glaube ich, kann man das auch nennen, habe ich so festgestellt, als ich in der Schule von meinen Mitschülern sehr oft belacht wurde und immer runtergezogen wurde. Ich wurde sehr oft in meiner Schule als Ruhrtalent oder du hast doch gar kein Talent, warum bist du dann im Ruhrtalententeam? Oder muss ich mir auch solche Sachen anhören wie, du hast doch gar nicht das Potenzial dazu oder warum bist du da angemeldet oder du fährst nach USA, obwohl du gar kein Englisch kannst oder so. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich auch durch das Ruhrtalente-Stipendium auch sowas gar nicht mehr höre, wie die ganzen Auslachnummern, die ich vorher jetzt nicht mehr so ganz stark, aber vorher am Anfang mir immer anhören musste. Da habe ich dann auch gelernt, sowas zu ignorieren. Und seitdem habe ich nicht mehr dieses Gefühl von Schwäche, sondern mehr das Gefühl von, man kann eigentlich alles erreichen, wenn man es sich auch wirklich vor Augen nimmt. Wow, das ist doch ein schöner Schlusssatz. Zu Hause ist Juan immer der große Bruder mit sehr viel Verantwortung. Hier zeigt er sich auch mal verletzlich. Elena treffe ich mitten im Abi-Stress. Es dreht sich bei ihr aber nicht immer alles um Schule. Du warst ja jetzt gerade erst in Berlin, ne? Ja. Am Wochenende, ja. Wie war's? Es war cool, es war ja eine inoffizielle Stufenfahrt. Ja. Wir haben das auch selbst organisiert. Und dafür, dass halt kein Lehrer mit dabei war, fand ich es richtig gut. Wie viele wart ihr? 16, 17 Leute nur leider. Aber ich finde, dass das im Kleinkreis auch ganz angenehm war. Das war jetzt das erste Mal in Berlin für dich, oder? Ist das schon so ein bisschen so ein Vorgeschmack für dich, vielleicht für die Zukunft? Auf jeden Fall. Also für mich, auch innerhalb Deutschlands natürlich zu reisen, war sehr spannend, vor allem Berlin als Hauptstadt. Ich glaube, dass es dann auch Wege öffnet für weitere Städte, die man dann erkunden kann. Das war tatsächlich auch meine erste Reise. So, die ich alleine gemacht habe mit meinen Schulfreunden, haben wir auch gesagt nach dem Abi, wir fahren nach Berlin. Ja. Und das war ein cooler Start irgendwie. So, danach bin ich so viel auch noch gereist. Und ja, ich hoffe auch, dass ich das machen kann. Also jetzt vor allem mit Corona. Aber ich glaube, wenn sich das alles legt, dann im Studium vielleicht auch ein Auslandssemester oder so. Ja. Elenas Eltern haben beide nicht studiert. Ihr Vater arbeitet im türkischen Großmarkt. Ihre Mutter hat eine Ausbildung zur Konditorin gemacht, aber musste aus gesundheitlichen Gründen in die Frührente. Elena träumt von einem Studium und arbeitet auch in der Mittagspause hart an ihrer Zukunft. Wie bist du denn zu den Rohtalenten gekommen? Ich hatte eine Freundin, die auch bei den Rohtalenten war und habe mich dann beworben. Hatte dann auch das Auswahlgespräch, ganz aufregend, und wurde zum Glück angenommen und dann seit 2 Jahren immer mal bei Programmen dabei, bei Gesprächen. Also die bieten ganz viele Programme an und Veranstaltungen, aber fördern einen auch finanziell, auch Sprachreisen. Das Finanzielle war jetzt für mich nie im Vordergrund. Zum Glück hatten wir damit nicht unbedingt Probleme, aber eben weil meine Eltern nicht studiert haben und ich relativ wenig mitbekommen habe auf dem Weg, dass sie mich da unterstützt haben, jetzt vor allem auch aufs Studium. Man kann auch nach der Schule, nach dem Abschluss Alumni werden, dass ich dann dadurch auch andere Schüler und Schülerinnen dazu motivieren kann oder auch bei den Auswahlgesprächen dabei sein kann. Ich habe gemerkt, wie sehr mir das geholfen hat und wünsche natürlich auch allen anderen, die da Hilfe brauchen, dass sie so etwas bekommen. Das hat sich schon
sehr geprägt, dieses Programm. Ja, also ich bin eh ein schüchterner Mensch und dadurch, ich habe mich sehr weiterentwickelt und viel, viel offener geworden. Und ich war im Ausland dank den Rohtalenten, deswegen bin ich auch, was das Studium angeht, sehr hoffnungsvoll. Jetzt sehe ich halt auch, du bewirbst dich für ein Stipendium. Ja. Willst du ein bisschen davon erzählen? Ja, also ich habe das vor ein paar Monaten mitbekommen. Also es ist die Hans-Böckler-Stiftung. Und dann habe ich angefangen, vor allem mit der Unterstützung von den Rohtalenten und vom Talentscouting, mich da zu bewerben. Ist jetzt ein bisschen knapp, weil die Frist endet bald, aber ich bin auf jeden Fall froh und hoffe auf das Beste. Ja. Genau. Weil, also das ist dann für ein Studium, für ja, einen Studienplatz. Ja, für das Wintersemester, das kommende. Soll ich dir was verraten? Ich hatte ein Stipendium bei der Hans-Böckler-Stiftung. Ja. Cool. Heute endet die Frist für die Bewerbung. Elena ist aber gut vorbereitet, hat Empfehlungsschreiben gesammelt und schreibt die letzten Sätze zu ihrer Motivation. Ja, der Bus kommt nicht. Joansine kommt direkt von der Schule und um 5, also jetzt eigentlich, sollte auch seine Online-Konferenz starten, wo die halt besprechen, wie es bald weitergeht, ne, mit seinem Amerika-Aufenthalt. Ich bin mal gespannt, ist auf jeden Fall ein stressiger Tag für ihn heute. Hi, Joansine. Bist heute ein bisschen im Stress, oder? Ja. Also es ist jetzt schon 5 Uhr, ne? Die ja. Fängt gleich an, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich rein will, dann müsste ich mich umfahren. Kümmere dich um deine Sachen. Okay. Ja, hallo zusammen, ich bin Joansine Alcello, aber ihr könnt mich auch alle ruhig Joan nennen. Ich bin 14 Jahre alt, ich werde auch nach USA gehen und freue mich am meisten auf das Schulsystem ich und ja. das Leben der ja. Leute dort. Das wäre cool, der Vater ist extra gekommen, um auch an der Konferenz mit teilzunehmen. In der Konferenz geht es um die Finanzierung des Highschool-Jahres. Auf Joan kommt sehr viel Papierkram zu. Seine Eltern versuchen da zu unterstützen, wo sie können. Wenn er so gut macht, natürlich, ich bin sehr stolz, wirklich. Ja. Für mich ist das alles Wichtige und das ist die Zukunft von meinem Kind. Das ist wichtiger als unsere Arbeit, wirklich. Okay, Arbeit ist ganz wichtig, auch wichtig, aber noch wichtiger ist das Zukunft von den Kindern, wirklich. Ich habe in Heimat 13 Jahre alt oder 14, ich war nicht 14, glaub mir. 13 Jahre alt, ich habe Arbeit angefangen. Ja, genau. Okay. Also genau. Jetzt so alt wie Joansine, da hast du schon längst gearbeitet. Ja, genau. Dass sie so eine Chance bekommen in diesem Alter, dass sie so gute Chancen bekommen. Und dass er dahin geht ein Jahr, dass die Stadt ihm hilft, weil er das alles gut gemacht hat. Und natürlich, dann, wenn er das so ein Jahr in Amerika, dann wird noch mehr Erfahrung bekommt. Ich bin mir ganz sicher, später, wenn er zurückkommt, er wird noch bessere Zeugnisse bekommen. Zum Beispiel, da wird alles Englisch gesprochen. Mhm. Ja? Für Englisch, das wird noch besser werden. Je länger wir sprechen, kommen Joans Vater Khairi und ich auf ein sehr emotionales Thema. Er erzählt mir von den Kriegsverbrechen an den Jesiden. Er selbst wäre zweimal fast getötet worden, nur weil er einer Minderheit im Irak angehört. Wir Jesiden nach Deutschland gekommen, ha, wirklich nicht wegen Arbeit, nicht wegen Geld, nicht wegen nur Freiheit, ja. Dass wir zum Leben können in dieser Erde. Mir wird klar, was für große Opfer Joans Eltern für ihn und seine Brüder bringen. Sie wollen, dass ihre Kinder wirklich jede Chance mit beiden Händen ergreifen. Wir gehen jetzt Joansine und seine Familie im Geschäft vom Vater besuchen. Ja, es ist heute Sonntag. Der Laden hat, glaube ich, trotzdem noch bis 24 Uhr geöffnet. Und am Wochenende kommen die Kinder auch oft hier hin und ja, verbringen Zeit dort oder helfen auch ein bisschen aus. Hallo. 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 Morgen. Morgen. Ist ja schon richtig voll hier. Ja.
Auch Jan, der jüngste Sohn, hilft ab und zu mit. Macht dir das Spaß? Ja, sehr Spaß. Warum? Weil man schreiben kann. Magst du schreiben? Ja. Also das ist unsere Küche, schrägstrich Büro. Ja. Schrägstrich Schlafzimmer. Schlafzimmer, hier ist alles, ne? Und da sehe ich, sind ganz viele Ordner. Ja. Was ist das? Das hat alles reingemacht. Für jeden Monat brauchen wir immer einen Ordner für die Kassenberichte, was wir am Tag eingenommen haben oder was es für Ausgaben gab. Und da kümmerst du dich drum? Ja. Wow. Juan wird auch hier eine Lücke hinterlassen, wenn er in Amerika ist. Wer hat das Zeug zum Bildungsaufsteiger? Juan und Elena zeigen es. Aber es braucht auch viel Kraft, Mut und einen starken Willen. Und es gehört noch viel mehr dazu. Unterstützende Lehrerinnen und Lehrer. Staatliche Förderprogramme und Betreuer, die unter die Arme greifen. Und nicht zuletzt die Unterstützung der Familie.